Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Silke Bentele hat uns gezeigt, was man aus einer Mandarinenkiste oder einem alten Bilderrahmen machen kann und wie sie Omas Nachttisch in ein kleines Schmuckstück verwandeln. Sowie Neuheit 3D. Großflächige Fliesen haben längst Einzug in Küchen und Bäder gehalten. Jetzt gibt es etwas Neues, die 3D-Fliese. Sie überzeugt mit tollen Struktureffekten, die Sie so noch nie gesehen haben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Bei uns wird es heute handwerklich. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einfachen Mitteln, kreativen Ideen und ein bisschen Farbe super Dekorationsgegenstände für zu Hause selbst herstellen können. So wird zum Beispiel später aus diesem Stückchen Holz ein Wohnaccessoire, das garantiert jede Wohnung verschönern kann. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo Sie alte Möbel und echte Highlights finden und diese mit ein bisschen Farben richtig aufmotzen können. Liebe Zuschauer, im Allgemeinen sind die Deutschen nicht nur Reiseweltmeister und Fußballweltmeister, sondern wir sind auch Weltmeister, wenn es darum geht, Möbel einzukaufen. Nirgends auf der Welt wird pro Kopf so viel Geld für Möbel ausgegeben wie in Deutschland. Und zwar belegen wir mit 390 Euro pro Kopf die Spitzenposition vor Österreich mit 360 Euro und in Schweden mit 340 Euro. Und glaubt man den Experten, werden die Menschen in den nächsten Jahren noch mehr Geld für ein schönes Zuhause ausgeben, denn man will sich zu Hause richtig wohlfühlen. Das Ganze kommt auch einem neuen Möbeltrend ganz toll zugute, und zwar den Möbeln aus Stein. Aus über 200 verschiedenen Steinarten mit verschiedenen Mustern entstehen die Steintische. Der Stein kommt aus Ländern quer über die Welt verteilt. Darunter zum Beispiel Brasilien oder Indien. Im Steinpark kann man sich dann seinen Steinfavorit aussuchen und mit einer Schablone vorab in Form bringen. Genauso wie man sich seinen Tisch dann letztendlich vorstellt. Dass aus einem rohen Stück Stein aber ein ganzer Tisch wird, braucht es einige Arbeitsschritte. Der Fertigungsprozess bei uns intern beinhaltet ebenfalls unterschiedliche Stufen. Wir fangen an bei dem groben Zuschnitt der Rohplatten, dass man erstmal das grobe Tischmaß haben. Der nächste Bearbeitungsschritt ist auch nochmal ein vollautomatischer Schritt. Das heißt, die Platten werden in der CNC-Maschine zugeschnitten, sprich die Form- und die Kantenbearbeitung findet dort statt. Und ab dem Schritt geht dann alles manuell. Das heißt, die weitere Flächenpolitur, die Kantenpolitur, dann natürlich die Tischmontage, das ganze Einstellen der Funktionalität geht dann alles von Hand. Der Trend geht ganz klar zu einer matt gelederten Oberfläche. Das erzeugt laut unserem Experten eine wärmere und wohnlichere Atmosphäre. Weiter macht die Steintische eine ganz bestimmte Funktion besonders. Im Handumdrehen und nur mit wenigen Handbewegungen lässt sich der Tisch verkleinern oder vergrößern, je nachdem für welchen Bedarf. Wir haben schon unterschiedlichste Modelle entwickelt, aber die Nachfrage nach Funktionsmöbeln, nach Möbeln, die noch ein bisschen mehr können, wie nur hübsch dastehen, der nimmt ganz klar zu. Die Funktionalität liegt im Trend und deswegen haben wir auch vor 2 Jahren diesen Tisch, den Fontana, ganz neu entwickelt mit 2 Designern zusammen. Einmal mit Georg Appelshauser aus Stuttgart, der sich um die Technik gekümmert hat, und dann mit Gino Carollo, unserem italienischen Designer, der die ganze Formensprache drüber gelegt hat. Wegen seiner Farbe, Ausprägung und Struktur ist jeder Tisch ein Unikat und keine Massenware. Materialien beim Herstellen von Tischen gibt es ja bekanntlich viele. Die meisten werden sich vermutlich für Holz- oder Glastische entscheiden, da das die gängigsten Modelle sind. Der Grund, dass ausgerechnet Stein für die Tische verwendet wird, hat aber einen kleinen geschichtlichen Hintergrund, der einige tausend Jahre zurück in unsere Geschichte geht. Stein ist schon von der Historie her was ganz Besonderes. Also schon vor 2000 Jahren haben ja die Römer auch schon mit diesem Material gearbeitet. Das ist also sehr individuell, sehr langlebig. Das sind im Prinzip Unikatsstücke. Die Großzahl der Tische, die am Markt angeboten werden, sind entweder Holz-, Massivholztische oder Glastische. Aber Stein gibt es nur wenige Anbieter, weil doch die Verarbeitungsschritte, das Handling mit diesem Material nicht ganz einfach sind. Die Preise gehen bei ca. 1600 Euro los, nach oben offen. Aber eins ist sicher, sobald man den passenden Stein gefunden hat, wird der ganz persönliche und individuelle Tisch nirgendwo ein zweites Mal zu finden sein.
Auch aufgrund der Handys sind wir heute jeden Tag einer großen Strahlung ausgesetzt. Bei manchen Menschen führt das zu großen gesundheitlichen Beschwerden. Mein Kollege Sven Jachmann hat eine Familie besucht, die sich entschlossen hat, nicht mehr mit den Strahlen zu leben. So sah es vor 7 Wochen bei den Schumanns aus. Ein Funkmast, der in ihr Haus abstrahlt. Der Baubiologe Joachim Kaiser misst eine Belastung von über 200 Mikrowatt. Ziel war es, die Belastung im Schlafzimmer auf unter 5 Mikrowatt zu drücken. Die Wände wurden deshalb mit einer Strahlungsabwehrfarbe behandelt. Inzwischen wirken die Zimmer wieder hell und freundlich und offenbar hat sich der Aufwand gelohnt. Bei mir ist vor allem, dass ich durchschlafen kann. Das Einschlafen, das ging, aber das Durchschlafen ging nicht. Und das ist jetzt eigentlich ganz gut geworden. Ich hatte oft das Gefühl, ich müsste mich nach dem Frühstück gleich wieder ins Bett legen und so. Und das ist eigentlich jetzt, nachdem diese Abschirmung stattgefunden hat, weg. Für zusätzlichen Strahlenschutz sorgen spezielle Gardinen mit Kupfer- und Silberfäden. Also man sieht eigentlich die Metallfäden sieht man nicht und das ist ja gut so. Man sieht nicht, dass es eine andere Gardine ist. Also die Optik ist genauso wie ein anderer Store auch. Man kann das ganz deutlich feststellen, wenn man die Gardine aufmacht und Messung macht, dann kommt die Abschirmwirkung gar nicht zustande. Macht man die Gardine zu, dann sieht man plötzlich eine sehr deutliche Abschirmung. Wie effektiv die Abschirmung durch die Gardinen ist, kann der Baubiologe deutlich am Hochfrequenz-Analyzer ablesen. Man sieht hier ganz gut, dass das jetzt im Bereich ist, kleiner 5 Mikrowatt pro Quadratmeter. Und wenn man das sieht, wie das vorher ist, wenn man die Gardine jetzt einfach mal aufmacht, dann sehen wir hier einen gewaltigen Sprung drin, was von dem Hochfrequenzsender ausgeht, der teilweise bis zu 200 Mikrowatt hier geht, durchs Fenster durch, durchs geschlossene Fenster. Und wenn man die Gardine jetzt wieder zumacht, dann sind wir wieder im Bereich, der um die 5 im Durchschnitt oder kleiner als 5 Mikrowatt pro Quadratmeter ist. Insgesamt ist die elektromagnetische und hochfrequente Belastung im Schlafzimmer gesunken. Ziel erreicht, notiert der Experte Joachim Kaiser in das Abschlussprotokoll. Durch die ganze Maßnahme der Abschirmung mit der Farbe an der Wand, von denen man jetzt gar nichts mehr sieht, durch die abschirmende, reflektierende Vorhänge haben wir das Messergebnis deutlich erreicht, dass wir am Schlafbereich als höchster Wert gerade sogar 3,2 Mikrowatt gemessen haben. Und die baubiologische Empfehlung lautet ja, unter 5 Mikrowatt zu kommen für einen gesunden Schlafplatz und da sind wir deutlich drunter. Wir hatten natürlich vorher auch, bevor wir die Abschirmung hier gemacht haben, immer darauf geachtet, dass wir die Schlafzimmer möglichst, sagen wir mal, gesundheitsgerecht ausstatten. Wir haben eine Freischaltung, Elektrofreischalter eingerichtet, dass der Stromkreis in der Nacht abgeschaltet wurde, wenn wir das Licht ausgemacht haben. Wir haben keine Telefone in den Schlafzimmern. Wir haben auch natürlich keinen Fernseher im Schlafzimmer aufgestellt und in dieser Form haben wir eigentlich schon versucht, uns möglichst von Störfeldern freizuhalten. Demnach ging es nicht nur darum, die Strahlung von außen abzuwehren. Ein Netzfreischalter senkt die Belastung durch elektromagnetische Wellen, die von den Leitungen im Haus ausgeht, auf null. Ein Netzfreischalter ist ein kleines Gerät, das die Größe hat von einer Sicherung, vielleicht ein bisschen größer von einem Sicherungsautomat. Und der prüft permanent den Stromkreis auf Verbrauch und wenn kein Verbrauch stattfindet, dann schaltet der automatisch den Stromkreis direkt am Sicherungskasten eben ab. Somit ging diese Runde im Kampf gegen die permanente Bestrahlung deutlich an die Schumanns. Der Baubiologe Joachim Kaiser hat seinen Auftrag ausgeführt und die Eheleute haben endlich ihre Ruhe. Nun ist es gleich Zeit für unsere Do-it-yourself-Bastelstunde. Dann zeigt uns unsere Expertin, wie wir zum Beispiel aus so einem Holzstück schöne Dekoartikel machen und wie sie aus alten Fundstücken echte Highlights machen. Also, bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt, die Deutschen sind nicht nur Reiseweltmeister und Fußballweltmeister, wir geben auch am meisten Geld für Möbel aus. Dabei kann man ganz tolle Sachen einfach selbst machen. Bevor wir Ihnen zeigen, wie man das richtig anstellt und wo man zum Beispiel so schöne alte Lampen herbekommt, noch ein kleiner Überblick von David Reimann.
Wir Deutschen lieben unser Zuhause. Hier fühlen wir uns geborgen, verbringen Zeit mit unseren Liebsten und können unser Leben frei gestalten. Dementsprechend geben wir fürs Wohnen auch sehr viel Geld aus. Neben den Möbeln geben die meisten Deutschen viel Geld für die Dekoration aus. Es soll ja schließlich ganz gemütlich sein. Der Markt an Dekoartikeln ist fast unerschöpflich. Möbelgiganten und große Möbelhäuser buhlen mit einem immer größeren und breiteren Dekosortiment um die Gunst der Kunden. Doch wer es zu Hause ganz individuell mag, der verschönert und gestaltet sich seine heimische Wohlfühloase in großen Teilen selbst. Inspirationen gibt es in zahlreichen Zeitschriften, die von den neuesten Trends bis hin zu Do-it-yourself-Tipps alles beinhalten. Do-it-yourself, ein Trend, der oft viel einfacher ist, als man denkt. Mit ein bisschen Kreativität, kleinem Werkzeug und viel Spaß lassen sich die schönsten Dekoartikel ganz einfach selbst herstellen. Und das sind dann echte Einzelstücke. Jetzt ist sie bei uns im Studio, Silke Bentele. Herzlich willkommen, Silke. Hallo. Jetzt sehen wir hier ganz viele schöne Sachen. Ich habe immer gesagt, aus diesem Holzstück machen wir einen schönen Dekoartikel. Genau. Wie genau? Wir können aus diesem Holzstück zum Beispiel dieses kleine Schiffchen machen, das man als Deko auf den Tisch stellen kann. Okay. Oder in die Diele. Sieht nett aus. Aber wie komme ich jetzt als normaler Hobbyhandwerker, der jetzt keine Kreissäge zu Hause hat, vielleicht keine Spaltaxt, zu dem Schiffchen? Ich nehme mir einfach ein Kaminholz, ein Stück, und säge hier so 4 cm durch. Das also schafft jeder mit einer Säge. Genau. Dann kann ich es einmal in der Mitte durchsägen. Das schaffen wir auch noch. Und dann haben wir ungefähr so einen Halbkreis. Da wird wahrscheinlich ein bisschen geschmirkelt. Genau, dann kann ich den ein bisschen anschleifen. Ja. Und dann nehme ich Farbe, streiche es mich ein bisschen mit Farbe an. Am besten nicht ganz so farbig, weil es ist schöner, wenn es ein bisschen so verwischen. Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein alter Fischkutter im Hafen. Genau. Und dann habe ich einen Schaschlikspieß, das hat auch jeder zu Hause, und ein altes Herrenhemd. War mal in Mode, ja? Ja. Und dann bohre ich ein kleines Löchchen rein und kann mit ein bisschen Kleb den hier reinstecken, und fertig ist mein Schiffchen. Und fertig ist das Dekoschiffchen fürs Regal. Genau. Wenn ich jetzt weiter gucke, sehe ich da drüben eine kleine Kiste. Genau. Die hat natürlich auch einen ganz tollen Look, aber ich glaube, die Geschichte ist gar nicht so spektakulär dahinter, oder? Nein, das war eine Mandarinenkiste, gibt es überall im Discounter zu kaufen. Ja, und die Mandarinen esse ich ganz schnell auf. Was und dann kann ich meine Farbe nehmen, verschiedene Farben, kann ich das Kistchen anmalen, und ich habe jetzt noch ein Wachstuchfolie reingelegt, gibt es auch im Baumarkt zu kaufen, damit ich es auch mal abwischen kann, und fertig habe ich ein Serviertablett. Ganz einfach, sieht richtig gut aus. Dann haben wir da drüben einen Bilderrahmen. Genau. Sieht ein bisschen weihnachtlich aus mit den Sternen schon. Ja. Was hat es damit auf sich? Genau, das ist jetzt ein Memo-Board geworden, das früher mal ein Bilderrahmen war. Okay. Da kann ich mir Schaumstoff kaufen im Baumarkt. Mhm. Also ganz normalen Schaumstoff? Genau, den gibt es in verschiedenen Dicken, je nachdem, wie dick ich das haben möchte. Dann nehme ich mir ein paar Nägel und ein Geschenkband oder eine Spitze. Okay. Und kann es festnageln, und dann mache ich das in den Bilderrahmen rein, und fertig ist mein Memo-Board. Was kostet jetzt das Material, wenn ich sage, aus dem alten Bilderrahmen, der fast auseinanderfällt, mache ich ein Memo-Board? Genau, den Bilderrahmen habe ich, glaube ich, für 1 Euro auf dem Flohmarkt erstanden. Okay. Und je nachdem, was ich für einen Stoff nehme, denke ich mal zwischen 3 bis 5 Euro. Ist das ganze Paket fertig? Genau. Und wenn ich ins Möbelhaus gehe, zahle ich ungefähr 30 dafür. Ja, und so ist auch ein schönes Geschenk. Es ist selber gemacht und ich kann es weiter verschenken. Okay. Dann, wenn wir weitergehen, zum Beispiel haben wir vor uns, ich würde sagen, das hast du am alten Hasenstall geklaut. Richtig. Fenster. Ja. Alte Fenster, jetzt ganz innen wieder. Hasendraht dahinter. Ja. Ein paar Wäscheklammer rein. Ist meistens noch drin, aber ein bisschen rostig, ne? Ja, genau. Aber das ist ja gerade schön. Ja. Und fertig ist mein Dekoartikel, den ich mir in meine Wohnung hängen kann oder irgendwo hinstellen. Und ich kann noch was draufmalen, Postkarten, fertig. Echt sensationell. Dann haben wir hier ein Sideboard, wie wir es meistens von Oma, Opa oder eher Uroma noch kennen. Ja, das ist von meinem Opa. Okay, also hast du dich. Wo bekomme ich überhaupt Dinge wie dieses Sideboard her? Ich gehe auf Flohmärkte, auf Trödelmärkte, dort bekommt man alte Schränkchen, alte Regale, alles nachgeschmissen für 5 bis 10 Euro. So einfach? Ja. Aber wenn ich das jetzt kaufe auf dem Flohmarkt, dann sieht das ja meistens nicht so aus. Ja. Oft fehlen ja ein paar Teile, dann denke ich mir, okay, alles klar, du kannst es jetzt kaufen, dann muss ich schmirkeln, ich muss herrichten, ich muss ausbessern. Muss ich gar nicht. Nicht? Nee. Ich habe eine tolle Farbe, ich bin jetzt Kalkfarbe. Warum Kalkfarbe?
Kalkfarbe hat diesen Vintage-Touch, es ist nicht glänzend, der ist eine matte Farbe. Sie gibt es in ganz viele schöne Pudertöne, Pastelltönen, das diesen Charakter auch nochmal hervorhebt. Aber jetzt, okay, Farbe. Aber wenn ich Farbe habe, muss ich trotzdem schmirkeln, das muss ja glatt sein. Nein, muss ich nicht. Das ist eine tolle Farbe, die kann ich einfach so drauf streichen. Ich mache vorher das Kästchen sauber, nehme meinen Pinsel und benutze diese Farbe kreuz und quer gepinselt und dann ist fertig. Am Schluss mache ich noch einen Wachs drauf und dann ist es versiegelt. Und dann kann auch nichts mehr schief gehen. Nee, Stoß und Wasser. Also ich habe jetzt mal versucht zu lesen. Mhm. Das sind alle Sprachen, die ich nicht verstehe. Ich auch nicht. Für was kann ich das jetzt nutzen? Jetzt haben wir hier zum Großteil Holz, aber ich habe ja auch andere. Farbe kann ich für alles benutzen. Ich kann Holz, ich kann Plastik, ich kann Metall, ich kann Glas, ich kann mit der Farbe alles anmalen. Also universell einsetzbar. Richtig. Und dann haben wir hinter dir noch ein echtes Highlight, finde ich. Einen alten Stuhl mit, ich würde sagen, Kaffeesack, Apfelsack, Getreidesack. Mehlsack. Mehlsack sogar. Mhm. Genau. Ich komme von einem Bauernhof. Wir haben ganz viele Säcke noch überall herumliegen. Und da kam ich auf die Idee, diesen Mehlsack zu nehmen. Das Polster war nicht mehr schön, auch ein Stuhl vom Flohmarkt. Okay. Und habe den Stuhl damit bezogen. Und ich würde sagen, wenn ich das jetzt kaufe, meistens ist ja das Polster total zerfetzt. Ja, und ich glaube auch, das Sitzkissen ist nicht mehr ganz so gut nach 50 Jahren. Genau. Dann kann ich mir auch ein Stück Schaumstoff kaufen im Baumarkt. Okay. Und kann den Sack drüber machen. Passt es mir genau an. Du sagst das jetzt so einfach, weil du vom Bauernhof kommst. Aber wo bekomme ich so einen Sack her? Die gibt es auch überall auf dem Flohmarkt oder Trödelmarkt. Die werden dort verkauft und man kann sie für wenig Geld erwerben. Und dann einfach waschen? Genau, ich wasche einmal. Manchmal auch reicht es nur, wenn man es ausbürstet. Ja. Und dann muss ich es noch irgendwie befestigen, weil sonst flattert es ja wahrscheinlich wieder rum, oder? Ja, ich habe es unten festgetackert und das ist nur draufgelegt. Denn wenn man das richtig hier reindrückt, dann hält es auch. Ganz handelsüblicher Tacker, wie ihn fast jeder zu Hause hat. Genau, jeder hat so einen Tacker zu Hause, wo man irgendwas festtackern kann. Die Zeit ist schon wieder rum. Danke für die ganze Info. Sie sehen hier hinten auch noch eine tolle Leiter, ich glaube, irgendwo aus dem Hühnerstall geklaut, oder? Ja, so ähnlich. Und die Körbchen, die bekomme ich wo? Die gibt's ja, die habe ich auch aus dem Baumarkt gekauft. Da gibt es jetzt immer so Deko. Teile zu kaufen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache solche Sachen selbst, wie hoch ist der Aufwand? Zeitlich wie finanziell? Naja, man braucht schon ein bisschen Zeit und Lust und Laune natürlich, das zu machen. Genau. Aber es geht relativ schnell. Ich habe da immer eine Idee im Kopf und dann ist das mein Abendprogramm. Also könnte auch ich machen oder alle auch, die in Stuttgart wohnen, vielleicht nicht gerade einen eigenen Werkkeller haben, alles möglich. Jetzt noch zu den Farben. Mhm. Du hast hier ein bisschen, finde ich, Pastellfarben gedeckt und so weiter. Wie viel Einfluss hat die Farbe eigentlich auf das Möbelstück? Sehr viel. Also wenn ich eine gewisse Farbe nehme, gibt es diesen Charakter nochmal. Es passt jetzt nicht, wenn ich dieses Schränkchen knallgrün anmale oder so, weil einfach auch die Farben jetzt nicht mehr so in sind. Mhm. Und wenn man gedecktere Farben nimmt, dann macht man lieber noch so schöne Accessoires, wie so Knöpfe kann man noch kaufen, Keramikknöpfe. Und das ist auch das, was uns dann hervorhebt. Und jetzt, weil die Zeit rum ist. Wir haben hier eine Spielkiste. Genau. Ist aber eigentlich eine? Ist eine Weinkiste, eine alte. Und bekomme ich wahrscheinlich für 1 Euro? Habe ich sogar gefunden auf dem Shop. Also wenn wir mal sagen, wir bekommen ungefähr alles zwischen 3, 4 und 5 Euro irgendwo auf dem Trödelmarkt. Genau, Trödel oder Flohmarkt. Wo gehst du hin? Ich gehe auf Trödelmärkte viel, Flohmärkte. Samstagmorgen ist dann für mich immer ausgebucht. Ja, und da finde ich die Schätze. Okay, Silke, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Studio. Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir haben Ihnen einige Anregungen gegeben, wie Sie jetzt mit ganz einfachen Mitteln Ihr Zuhause noch schöner machen können. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann zeigen wir Ihnen, wie die 3D-Technik bei Ihnen zu Hause Einzug hält. Also, bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Nach unserem Bastelflash hier wird es ein bisschen gediegener. Und zwar, es gibt ganz viele neue Fliesentrends. Teilweise sind die Fliesen heute 3 auf 1,50 Meter groß. Und ein ganz neuer Trend sind 3D-Fliesen. Was Sie sich genau darunter vorstellen müssen, das zeigen Ihnen Robert Pfeiffer und David Reimann. Nein, das ist noch keine 3D-Fliese. Aber mit dieser dreidimensionalen Holzmauer hat alles angefangen. Aus diesem Element der Wandgestaltung hat sich die Natursteinmauer für zu Hause entwickelt. Hin zu großformatigen Fliesen mit einem Wellendekor. Und daraus ist jetzt die neue 3D-Fliese entstanden, ganz frisch auf dem Markt.
Momentan haben wir in diesen kleinen Formaten zwei Formen, einmal sechseckige Fliesen und einmal quadratische Fliesen, alle mit dieser stark gewölbten Ausprägung. Es gibt noch leider keine runden Formen, das macht auch immer Probleme mit der Fuge. Ja, da sind wir noch etwas eingeschränkt, was die Formenvielfalt angeht. Die neue Art der Fliesen- und Wandgestaltung ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt. Momentan sind deswegen auch nur quadratische oder sechseckige Fliesen erhältlich. Fest steht aber, dass sich die Fliesen nicht nur auf das Bad oder die Küche beschränken, wie bis jetzt. Sie sind universell einsetzbar. Wir sind jetzt nicht auf das klassische Bad beschränkt. Das kann man genauso gut in Garderoben, Fluren, Wohn-Essbereichen einsetzen. Die Anbringung funktioniert wie jede andere herkömmliche Fliese auch. Von dem her dürfte das in der Umsetzung kein Problem darstellen. Das Besondere an den 3D-Fliesen ist, dass man in seinen Wohnräumen zu Hause einzelne Aspekte optimal rausarbeiten kann, die dann so besser zur Geltung kommen. Man kann Flächen herausarbeiten wie mit dreidimensionalen Tapeten oder auch Fototapeten, die immer mehr im Trend sind. Das, denke ich, bietet ein ganz guter Gegenpol. Eins ist sicher, mit dieser neuen Art der Wandgestaltung werden Ihre Lieblingsräume zu Hause in 3D-Atmosphäre zu einem wahren Blickfang. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen viele Tipps für zu Hause mitgeben. Bei uns geht es gleich noch weiter mit dem Mediamarkt Elektronik-Tipp. Also bleiben Sie gesund und wir sehen uns kommende Woche wieder dann mit diesen Themen. Traumküche, viel Platz, offen und hochwertig. So wünschen sich viele Deutsche ihre neue Küche. Einige planen sogar ihr ganzes Haus drumherum. Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der Grundrissplanung ankommt. Und Abzocke am Telefon. Kunden vom Stadtwerk am See erhielten merkwürdige Telefonanrufe. Die Anrufer gaben sich als Mitarbeiter des Stadtwerks aus und versuchten, ihre Opfer zu einem Tarifwechsel zu überreden. Bauen und Wohnen am Montag, 19. September um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Der Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Noch genießen wir den Sommer in vollen Zügen, aber schon bald naht die dunkle, kalte Jahreszeit und der Lebensmittelpunkt verlagert sich immer mehr nach drinnen. Die Abende werden früher dunkler und kälter. Was liegt da näher, als mit seinen Liebsten ganz gemütlich einen Filmabend auf der Couch zu verbringen? Dass der Filmabend zu einem Erlebnis wie im Kinosaal wird, braucht es natürlich auch was? Richtig, ein leckeres, frisches Popcorn. Darauf muss man jetzt auch zu Hause nicht mehr verzichten, dank eines Popcorn-Makers. Ganz einfach, ich nehme einen handelsüblichen Topf, ein bisschen Tropfen Öl rein, dann das Popcorn rein, natürliches Popcorn, also kein Mikrowellenpopcorn. Dann stülpe ich die Mütze drüber, in der Mütze ist ein Rührer verarbeitet, dann stelle ich es auf den Herd und ganz einfach fängt das Popcorn an zu poppen und kann auch nicht aus dem Topf rausspringen, weil einfach die Mütze drüber steckt. Und wenn das Popcorn fertig ist, nach kurzer Zeit, kann ich es einfach frisch genießen und einen Film dazu sehen. Der Unterschied zur klassischen Herstellungsweise im Kochtopf ist die, wenn den Topf mit Mais ein Topfdeckel bedeckt, bildet sich Kondenswasser, das dann auf den aufpoppenden Mais runtertropft. So ist das Popcorn zwar auch frisch, aber lummelig. Das passiert mit dem Popcornmaker nicht. Ja, es ist eben, wie gesagt, schon frisch. Ne? Es ist warm, es schmeckt gut, es ist auf natürliche Art und Weise zubereitet, ohne Chemie. Das ist der Unterschied. Und mit einem frischen, leckeren Popcorn wird nicht nur das Popcorn, sondern auch ein gemütlicher Filmabend zum vollen Genuss.